Willkommen zu Adventure Capitalist, aber leider kann ich zu diesem Spiel kein gut vollständiges Review mehr machen, denn es ist interessant, damit jetzt noch umzugehen, wenn man damit schon mal angefangen hat und man kann auch seinen Spielstand nirgends löschen. Ich habe jetzt hier alles weit zurückgesetzt, wie es geht, und das ist ein Adventskalender-Video. Wer es noch nicht mitgeguckt hat, steht ja nur im Titel. Also dieses Spiel funktioniert so, man klickt und kriegt dann Geld. Und hier sieht man das Problem eines bereits angefangenen Accounts, man kriegt zu viel Geld und kann gleich alles machen. Ich werde hier jetzt mal versuchen, das so zu erklären, wie man das normal spielt, wenn man klickt. Also ein paar Mal auf die Zitrone. Klick, klick, klick. Und dann irgendwann, oh, kaufen wir uns doch noch eine Zitrone. Und dann kann man klicken und kriegt noch mehr Geld. Und dann noch eine Zitrone. Und irgendwann kann man noch mehr Zitronen kaufen. Und dann kriegt man ganz viel. Und man hat Swag. Wie hier steht, Swag und Stats. So. Dann irgendwann kann man sich einen Zeitungsaustrage-Job holen, der noch mehr Geld bringt. Der dauert auch ein bisschen länger, aber ja, dann grabt man den irgendwann ab. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Und dann denkt man sich, also ich möchte jetzt ja nicht immer wieder auf die Zitronen klicken, das wäre ja langweilig. Und deswegen, Manager, und dann holen wir uns diesen tollen Cape Johnson, der überhaupt nicht komisch aussieht, anheuern. Und dann macht er die Zitronen die ganze Zeit, bis er stirbt, was nicht passieren kann. Und man kann sich in aller Ruhe auf die Zeitungen konzentrieren. Und irgendwann baut man sich ein Autowaschunternehmen auf und kauft sich den Manager für die Zeitung. Ja, das ist, denke ich, klar, jetzt wie das Spiel funktioniert. Man, es ist so ein Upgrade-Spielchen, man kann ja alles Zeug upgraden und anfänglich sollte das auch etwas langsamer gehen und so. Aber je weiter man im Spiel kommt, desto schneller geht alles und man kann es nirgends ganz zurücksetzen. Ich habe geguckt. Wenn jemand weiß, wie das geht, kann das in die Kommentare schreiben, falls jemand das Spiel schon kennt. Ja, dann gibt es noch Upgrades. Zum Beispiel Lemon Stand Profit mal 3 ist verdreifacht den Zitronenstand Profit. So, ich klicke mal drauf. Und mehr Zitronenstand Profit. Ja. Ich werde jetzt mal einfach mal hier. Da das Problem ist auch schon, ich kann einfach schon alles kaufen. Also zeige ich einfach mal, wie das funktionieren würde. So, man geht hier drauf. Kauf. So, die machen auch noch verschiedene Zusätze. Hier oben kann ich jetzt immer einfach draufklicken und krieg schon die ganzen Upgrades. Also hier kann man immer die Upgrades kaufen, die man noch nicht hat. So. Und dann kann ich jetzt Pizza, das und das kaufen. Man muss alles immer einmal selbst starten. Und ab dann läuft es von selbst. Dann kann man hier rechts oben noch einstellen, wie viel man von einem kaufen möchte. Nämlich 1, 10, 100 oder alles, was von seinem aktuellen Geld her geht. Und ja, jetzt werden wir gleich sehen, wie man das hier mehr oder weniger alles umgehen kann. So. Ihr seht, da kommt das Geld dann relativ schnell. Ja, leider, ich habe einfach keine Möglichkeit gefunden, es ganz zurückzusetzen, um es mit logischen Zusammenhängen zu zeigen. Jetzt geht hier alles so schnell und einfach. Ein paar neue Upgrades und alles geht noch schneller. Ach Gottchen. So, ja. Also, das geht alles etwas schneller, als es gehen sollte. So. Upgrades, schade, nö. Und gleich kommt da, wie hat sich das Swag verändert? Eine Yacht und viel Geld. Ist doch gut. Und dann, aber es reichte nicht, die Erde zu bewirtschaften. Nein, Geld. Man geht natürlich auf den Mond. Hat ja sonst nichts zu tun. Und hier kann man genau das gleiche wieder machen. Nur, dass es eben nach wie vor aus Gründen nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Da, man kann alles schon anheuern, was man sich leisten kann. Das funktioniert eigentlich relativ gut. So, also einfach wieder klick, 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 klick. So. Ein paar Upgrades. Und dann fließt auch hier das Geld hier noch etwas langsamer, weil der Mond an sich technisch langsamer funktioniert. Ja, dann kann man hier, ne, alles wieder machen. Nach dieses Upgrade-Dickens. Ja, so. Und, naja, dann gibt es noch den Mars. Huiuiui. Der Mars funktioniert so gesehen gleich.
Nur ist er doch eine Besonderheit hat, die ich nicht verstehe. Nämlich dieses Ding hier, diese Sonden. Die kann man losschicken. Und ich glaube, die erhöhen den Profit auf den anderen Planeten. Ich bin mir da noch nie ganz sicher gewesen. Ja, hier funktioniert das Ganze noch etwas langsam, aber immer noch zu schnell. Leider. Ja. Hier, ich kann auch schon mal 6 von denen kaufen, so. Und da ist das Geld drin. Um das meiste schon mal zu holen. Ja. Aber ja, hier geht es ganz auch nicht so schnell. Das ist doch ein kleiner Vorteil. So. 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 Ja. Das war's eigentlich schon von der Welt. Man kann auch natürlich Geld kaufen. Das wäre ja langweilig, wenn nicht. Aber man kann diese Mega-Tickets hier, die man normalerweise kaufen sollte, um damit großartig reinzukommen, auch ertauschen für viel Geld. Und dann kriegt man eins von diesen komischen Dollar-Verschnitten hier und kann dafür dann hier diese Megabucks kaufen, mit dem man einen Investment seiner Wahl pushen kann. Aber da das jetzt auch schon alles war, was ich zu dem Spiel zu sagen habe, genau, man kann jetzt mal gucken, das Spiel, das ist ein kleiner dezenter Vorteil, das kann ich noch zeigen. So, hier mal los, auf wieder zur Erde. Während man entweder nicht auf dem Planeten ist oder, das ist das Beste, sogar nicht im Spiel ist, also wenn man eine Woche nicht im Spiel ist, dann sammelt das hier trotzdem weiter, wie wenn man halt eine Woche da gewesen wäre. Das verwirrt mich jetzt. Ah, genau. Die Enge Upgrades, die sind ja jetzt noch nicht. Also Engel kriegt man, wenn man hier zurücksetzt. Und das habe ich hier eben gemacht, um mir vorher alles zu zeigen. Aber das macht eben alles nur noch schneller und deswegen funktioniert das ganze Spiel nicht mehr, wenn man das zeigen möchte. Also es funktioniert schon, weil genau so soll man das auch machen. Immer wieder zurücksetzen und sich noch größer aufbauen. Ich denke, ich bin jetzt schon wieder größer, als ich vorher nur zurücksetzen war. Das geht dann immer ganz komisch schnell und verwirrend. Aber das war's dann. Ihr könnt ja bewerten, das wäre ganz toll. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.